Ich würde mich freuen, wenn Sie sich ganz kurz einmal mit eigenen Worten vorstellen, was so Ihre Passion ist. Und es sind ja zwei völlig unterschiedliche Ansätze, die Sie beide mit Ihren Unternehmen fahren. Deswegen freue ich mich über kurze Vorstellungen mit eigenen Worten. Bitte. Vielen Dank erstmal. Mein Name ist David Edmenan. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Novum Hospitality in zweiter Generation. Wir betreiben eine Multi-Brand-Organisation mit 5 eigenen Marken. Insbesondere ist der Treiber unserer Organisation die Marke The New mit knapp 40 Hotels an über 30 Standorten mit knapp 9000 Zimmern. Darüber gibt es die Select-Marke, die Ögotel-Boutique-Marke und unser Novum-Hotels-Portfolio, welches ein klassisches Hotel darstellt, haben aber auch während der Corona-Pandemie für uns den Longstay-Markt identifiziert, sodass wir auch die Accora-Marke in Deutschland während der Corona-Pandemie etabliert haben. Gut, vielen herzlichen Dank. Herr Geiser. Ja, Christian Geiser mein Name. Wie man es vielleicht hört, ich komme ursprünglich aus einer kleinen Hoteliersfamilie im Schwarzwald, habe also quasi 18 Jahre Hotelausbildung indirekt gemacht, habe dann danach ein Technologieunternehmen aufgebaut und das hat mich auch inspiriert, Numa zu schaffen. Was wir im Prinzip mit Numa bauen, ist ein Hybrid zwischen Short- und Longstay, also so unsere durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist zwischen 3 und 6 Nächten, je nachdem welcher Standort das ist, weil wir eben sehr flexibel zwischen Short und Longstay variieren können. Ich glaube, ein großer Fokus, den wir haben, ist, dass wir unseren eigenen Technologie-Stack bauen. Also wir haben ein eigenes Tech-Team von ca. 40 Leuten, was 70% unserer Software und Schnittstellen, die wir nutzen, quasi selber programmiert, wodurch wir eben sehr schnell und agil sind in der Einführung neuer Prozesse und dadurch eben auch sehr effizient auf den Objekten sein können. Also wie man sieht, zwei völlig relativ verschiedene Ansätze, mit Accotel natürlich in die Richtung gehend. Aber was ich raushöre ist, bei Ihnen, Herr Edmenan, geht es vor allen Dingen um das Thema Hospitality, also um Persönlichkeit im Hotel. Da ist nicht so sehr die Rede von Technologisierung, sondern eher von Arbeit am Gast. Und bei Ihnen geht es eher um Technologie, habe ich das richtig erfasst? Sowohl als auch. Wir haben ja auch aus unseren Vorrednern entnommen, dass die Bedürfnisse der Hotelgäste im Hospitality-Sektor in einem ständigen Wandel sind. Und meiner Meinung nach...